Brauchen wir ja ein paar. So. Aber das sollte doch reichen. Denke ich mal, oder? So. Gucken wir mal. Wir haben noch einen für die Weizenfarm. Da nicht mehr. Und die Weizenfarm. Mal gucken, welche ist. Das ist die. Sollte auch noch ein bisschen Weizen natürlich. Weizenfläche bekommen. So weit will ich gar nicht so. Ey! So. Mietz, was machst du? So. Dann haben wir hier nochmal ein paar Weizenfarmen mit dazu gepackt. Dann sollte es schon werden. Gut, warum hier voraussichtlich kaum Häuser sind in dem Gebiet, kann halt, oder liegt einfach daran, dass wir die hier Neuankömmlinge haben. Noch gar keine Leibeigenen. Ist halt auch sicher. Das gefällt mir. Stell dir mal vor, du bist in der Stadt unten und siehst. Ich kann gerade nicht weiter ranzoomen. So. Da oben das Ding so drüber thronen. Gut, die Bäume sind jetzt noch im Weg, die kommen aber weg. Ist da oben so das Ding drüber thronen über die ganze Stadt. Fühlt sich, glaube ich, auch sicher. Zumindest im Mittelalter. Von da, wenn es jetzt hier so drüber. Ich glaube, ja, selbst bei Nebel siehst du es von hier drüben noch von dem Berg. Ich glaube, da fühlst du dich im Mittelalter auch sicher, wenn du so eine riesige Festung einfach in Sichtreichweite hast und die Stadt beschützt. Ich glaube, da fühlst du dich auch sehr safe. Jagdhütten werden gerade nach und nach fertig gebaut. Irgendein Springbrunnen. Was zu sagen dran, ohne zu nerven vorbeigegangen. Hoffentlich legt sie sich auf die Heizung. Fuck, sie hat gemerkt, ich rede über sie. Leg dich doch bitte auf die Heizung. Ich bin nicht die Heizung. Du brauchst aber die auch nicht anstupsen. Komm. Unser Gold geht runter. Ich kann es mir aber auch nicht erklären, warum. Überhaupt nicht. Wieso nur? Ich will eine einfache Mission. Und eine einfache Mission. Und wir schicken jeweils 6 Leute. 5, 6 senden. Katze. Wie es halt mit einem Kerl sofort auf extrem geht. Senden. So, schicken gleich mal 2 wieder los. Auf große, große, große Jagd. Oder auf große, ja. Kann man schon was sagen. So, den könnten wir einstellen. Den hölzernen Bergfriedhof. Friedhof. Schatzkammer. 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 Die Hauptgebäude kann man komischerweise nicht einstellen. Schatzkammer. Schatzkammer. Die in der Mitte wären Schlafräume. Schlafräume.
Und Schlafräume. Jetzt hätten wir wie viele Schlafräume? 18. Nö, machen wir tatsächlich noch ein paar. Kleidung geht halt immer noch runter. Machen wir davon ein paar. 20. Machen wir vielleicht noch ein paar Schatzkammern weg. Zu einem Schlafraum. Weiter die Schatzkammer um 1300. Nicht so viel. So. Oder weißt du was? Wir machen die vordere Front. Nur die vordere Front. Komplett mal zu Schlafräumen. Das sind die vorderen. Schup. Die Seitendinger wären Schatzkammern. Schatzkammer. Da, da, da. Und das in der Mitte nochmal Schlafräume. Dann müssten wir hier jetzt 43 Leute unterbekommen und haben 1100 Gold plus. Das ist schon akzeptabel. Ich schieb den mal daher, weil der ist eigentlich noch nicht fertig. Gut. Kleidung geht tatsächlich runter. Das sollten wir uns echt vielleicht zeitnah darum kümmern. Nicht vielleicht. Sollten wir uns zeitnah darum kümmern. Aber wir sollten auch zeitnah hier mal ein paar einstellen. Damit mehr Menschen in die Stadt kommen. Bergfried mache ich aber zu. Und hier tatsächlich jetzt hat... Oh, warte mal, Jagdgebiet. Ach, Jagdgebiete muss ich auch festlegen. Jagdgebiet hat... Oh. Das geht dann weg. Nö. Doch, das geht dann weg. Oh. Ich habe das schön in die Welt da reingesetzt. Oh, das Wohngebiet geht dann weg. Oh nö. Das ist doof. Das ist doof. Ich glaube, der wird auch Wald brauchen noch drin. Es geht halt alles weg, wo Jagdgebiet ist dann. Es überschreibt halt einfach mal alles. Auch Forstgebiet und so. Das ist eigentlich nur hier mal ein Jagdgebiet. Ich hoffe, das reicht. Gut, wir haben nicht so viele Köche und so. Das überschreibt halt einfach mal alles. Ja komm, machen wir es wenigstens bis darauf noch, dass es gleichmäßig ist. Oh, ein bisschen am Waldrand. Nicht schön. Wenn das alles überschreibt, ist eigentlich sogar richtig doof. Ich habe den extra in die Wälder so ein bisschen gesetzt. Ja gut, wir haben nicht viele Köche. Deswegen soll uns das wurscht sein. Unser Gold geht immer noch konstant nach unten. Ich kann es mir halt einfach nicht erklären, warum. Also...
Keine Ahnung. Aber jetzt ist das, was wir doch mal bitte machen sollten, tatsächlich sehr zeitnah. Was ich ja eigentlich auch hier machen wollte ursprünglich. Und direkt neben die Festung Wohngebiet. Hier. Ein Marktplatz. So relativ. Vielleicht so ein bisschen mit an die Festung ran. Ein bisschen mit an die Festung hier so. Weil die wollen ja auch ein bisschen was haben. Sag ich jetzt einfach mal. So. Chup. Yep. Chup. Nice. Hier ist das blöde Gewitter weg. So ein bisschen halbkreismäßig. Nahrung. Falsch rum. Nahrung. 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 Nee, Kleidung. Das mal schnell drehen. Baubeginn. Ein Speicher. Der Speicher dann nicht, sollte dann die Nahrung haben. So, dann machen wir die uns, legen wir uns hier auch mal alle übereinander. Wir müssen halt tatsächlich gerade schnell handeln in Sachen Kleidung. Weil sonst haben wir gleich wieder unseren Untergang besiegelt. Deswegen. Priorität. Hey! Hallo Leute. Ich hat nicht weit genug runtergescrollt. Warte mal kurz. Denkart Gaming, hey, danke. Hi, was geht? So. Schauen wir mal, dass wir. Was gibt's hier? Ja. Nicht viel. Dafür, dass wir eigentlich alles durchgeschickt haben. Ein paar verwundet sind. Die einfachen Missionen werden anscheinend echt immer einfacher. Dein Dorf ist ein bisschen größer und hey. Ein bisschen. Wir haben immer noch nicht alles. Ich habe jetzt erst endlich dieses Ding verwirklicht, was ich haben wollte. Dieses nicht übertriebene. Nicht den überhaupt nicht übertriebenen Bergfried. Das ist halt auch noch nicht fertig. Da fehlen noch Feinschliffsachen. Aber wir müssen erstmal die Bäume weg, damit ich auch die kleinen Trainingspuppen richtig platzieren kann. Weil so sieht man ja leider nichts drin. Aber wir brauchen definitiv Kleidung. Die haben wir anfangs mal aufgebaut, hat uns das Leben schwer gemacht und es geht aber mittlerweile wieder. Jetzt ist sie fast zu schwach für 250 Bürgerliche. Okay, hier oben können wir dann Häuser bauen, da kommt ein Marktplatz, der ist gerade unterwegs. Der Speicher ist unterwegs. Das ist auch unterwegs. Würde ich aber gern hier nochmal irgendwo mitten rein. So, vielleicht hier so eine Holzfällerhütte. Ein Holzfällerlager hersetzen. Tatsächlich eher als erstes Fokus technisch auf die Schäferei. Dass wir hier als erstes herkommen. Wäre ganz wichtig eigentlich. Ei. Dringend.
Nein. Gerade mal nicht. Gerade mal nicht. Weil. Es könnte schmerzen. Wir haben auch gerade logischerweise kein Holz mehr. Keine Ahnung warum. Erstmal die Lager wieder aufgefüllt werden müssen. Über 1000 Holz gekostet. Militärmission ist verfügbar, da haben wir echt eh viele. Sollten wir vielleicht auch mal rausschicken. Nochmal, bevor wir echt gleich Probleme kriegen. Mach mal eine einfache. Schicken hier Jolande, 700 und William mal. Jolande, die 700 und William. Und einer geht schon noch. Die 900. Wollen wir es mal mit 4 probieren? Ja, die sind halt komplett stark um 600. Machen wir mal 5 wenigstens. So. Und da haben wir. Und 1400. Haben wir noch eine einfache? Ja, haben wir noch eine. Okay. Die 1000 noch irgendwas. Dann Rudolf und die 600. Rudolf und. Haben wir nicht mehr. Ja, okay, dann schicken wir es jetzt zu dritt los. Und wenn es es nicht mehr schaffen soll oder keine extreme Chance mehr haben, machen wir Rückzug. So, der Speicher hier oben ist es. Bären, Fisch, Brot, Käse. Aber erstmal noch nicht starten. Nur bauen lassen. Weil ich hätte gern meine Leute, die wir hier noch bekommen, gerade eigentlich hier drin. Miets mal hopp. Ach, unseren Waffenschmied könnten wir mal machen. Das ist ja auch weg. Und die ganze Schäferei, dass wir wieder Wolle ranbekommen. Die sind eigentlich echt in den Keller gegangen und wir haben noch 200 Kleidung. Die werden gleich schreien anfangen. Die werden gleich anfangen zu meckern, so hey, wir haben nichts mehr. Ich glaube, ich habe ein bisschen das Timing verkackt. Ein bisschen zu spät rangegangen. Das ist nicht gut. Aber vielleicht kann man es noch retten. Gib mal dem ganzen Zeug hier. Ich schiebe das nach unten. Hohe Prioritäten. Dass ihr das mal aus wirklich mit einer hohen Priorität alles macht. Na, vielleicht reicht es schon allein, dass wir wieder Wolle ranbekommen. Weil Wolle und Stoff weg ist. Dass die Weber unten so ein Ticken besser sind. Da mache ich jetzt mal die Weizenfarm noch, damit wir hier welche bekommen. Die ist fertig. Jo. Tup, 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 tup. Sonst ist noch keine fertig. Vielleicht reicht es, wenn wir Wolle bekommen. Hoffe ich zumindest. Dass es reicht, Wolle zu bekommen. Der Marktplatz ist fertig. Da ist momentan noch kein einziges Häuschen. Können wir den auch aber noch lassen? Ganz. Oh. Nein, 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 nein. Hoffentlich haben wir uns da nicht in den Haufen manövriert. Brot und Käse geht ein bisschen runter, sehe ich auch. Weil Weizen wieder runter geht. Jo. Oh nö. Ich glaube, da haben wir uns gerade an sich wieder ein bisschen die Scheiße geritten gerade, glaube ich.
Oh, oh. Hoffentlich nicht zu extrem, dass wir es gerade noch so retten können. Weil Fisch haben wir 900. Brot und Käse geht aber runter. Weizen geht runter. Milch geht runter. Dass wir vielleicht... Jetzt haben wir echt ein Problem. Dass wir wieder alles ein bisschen ausbauen. Dass wir da mal wieder Fokus drauf schmeißen. Haben wir doch. Wir haben uns doch erst so lange darauf fokussiert, hey. Du bist auch noch fertig. Habe ich da noch einen? Jo. Ich will das Gebäude haben, nicht dich. Ich finde, 4 Schafe sind voll in Ordnung eigentlich. Komm schon, nicht missbrauchen. Mach mal 200 Schafe hin. So. Da haben wir keinen mehr. Aber da ist gerade voll, sind gerade alle gekommen. Hier. Ist aber alles im Weg. Ernsthaft, für das Spiel hast du gefühlt, brauchst du da deutlich ein größeres Fenster. So, eine Schäferei ist noch da. Vielleicht klappt es ja schon, vielleicht reicht es ja schon. Aber Nahrung geht auch runter. Und wir brauen noch nicht mal Bier. Wir haben noch gar keinen Weizenverbrauch. Ach Katze, hör doch mal auf, hier die ganze Zeit rumschleichen. Bitte. Ist wieder die Zeit, wo du Aufmerksamkeit brauchst, ne? Jo. Wenn wir noch extreme Chancen haben, machen wir das. Ah, das ist... nicht gut, das ist gar nicht gut. Da haben wir echt ein Problem. Eieiei. Komm. Nahrung geht runter. Wir haben da jetzt ewig nicht mehr auf die Nahrung geschaut, weil wir genug hatten. Muss ich sagen. Nein, euch schickt mal zurück. Ihr habt nur noch hohe Chancen. Das letzte Mal bei hoch sind 4 Leute gestorben. Ich tu dich vom Tisch runter. 2 Sekunden später, Katze wieder da. Schauen wir erstmal, dass wir das mit der Wolle fangen. Oder mit der Kleidung fangen. Weil die ist gleich down. Warte mal. Wo? Schäferei. Lass mal das erstmal wieder fangen. Was haben wir gekriegt? 44 Brot. Dit. Wunderbar. Okay. Weizen ist down. Unsere Tausenderlage ist weg. Jetzt geht's dann gleich aufs Mehl. Wir haben auch kein 1000 mehr und unsere Milch ist auch down. Okay. Mal wieder sehr auf fokussieren auf sämtliche Versorgung für die Menschen. Was wir echt schon lange, lange, lange nicht mehr getan haben. Kriegen wir Wolle gerade drauf? Ein bisschen. Das heißt, wir sollten aber auch dann hier vielleicht mal ein Lagerhaus bauen. Job, Lagerhaus. Und tatsächlich nein. Wo ist es denn? Ich hatte es doch gerade gehabt. Hier.
ersten Biber rein. Ich glaube, 3 Stück haben wir gemacht. Jo. Wir brauchen Schafe. Wir brauchen Kleidung. Ist gerade zwar ein bisschen nach oben gegangen, aber nicht so wirklich. Da, es fehlt schon den ersten Menschen. Es fängt schon an, den ersten Menschen zu fehlen. Deswegen, bevor wir da wieder in die Spirale nach unten gehen, dass wir es gleich noch vielleicht retten können. Und dann Brot und Käse. Wo mir gerade Weizen wieder hochgeht. Brot auch. Das Brot geht hoch. Mehl ist eh bei 600 voll. Weizen kann 1000. Jetzt mal ein paar Weizen. Wir haben das Bier noch nicht mal eingeschalten. Aktiviert. Die ganzen Brauereien sind alle noch leer. Was machen wir? Erstmal Kleidung. Dann schauen wir mal, dass wir den Rest ein bisschen dazu bringen. Hier ist Wohnfläche bis, ja gut, da. Jagdhütten haben wir auch noch gar nichts gemacht. Beschäftigung Mittel. Können wir doch mal 3 in das Holzfällerlager endlich mal packen, dann wäre das weg. Der Speicher, den schiebe ich mir mal da runter. Der wird für hier hinten, für den Marktplatz. Schiebe ich mir den Marktplatz mit da runter. Der ist momentan auch nicht so wichtig. Mal ein raus, die ganzen Brauereien hier. Lagerhaus. Was machen wir? Wir müssen schauen, dass wir wirklich die Kleidung noch einigermaßen retten. Wolle geht gerade hoch, das ist gut. Stoff nicht. Das heißt, wir brauchen Weber. Die kommen gerade. Gerade on the way. Gold ist down. Gold ist weg. Gold ist down. Wie kriegen wir Gold? 600 und... Chuck. Okay. Go. Yo. Alle. Lass mal die bis zum Schluss doch machen. Bis auf die 600 und Chuck. So, go. Lass mal nicht auch die extrem schwere zum Schluss noch packen. Ah, außer wir schaffen die nicht. Aber dann könnten wir Gold dran kriegen. Gold ist down. Da müsste mega viel gekauft werden. Ah, es fehlt immer mehr an Kleidung. Immer mehr und immer mehr. Aber vielleicht haben wir Glück und es gerade noch so zerrissen. Vielleicht haben wir echt Glück und es gerade noch so geschafft. Dass wir es gerade noch so rumreißen konnten. Das ganze Gold ist weg. Krass. Kleidung ist schwierig gerade. Nur Kleidung und danach Käse. Wenn wir ganz viel Pech haben, nochmal auf der Weizen sowieso noch, weil das Bier soll auch noch aktiviert werden. Dass wir endlich da auch mal was daran mit ranbekommen. Wir hier endlich da noch ein bisschen was ranbekommen. Der Marktplatz ist halt Wolle und Stoff. So, Schäferei. Das ist die letzte erstmal. Danach kommt die Webereien.